das ständige Gegeneinander. Am Ende wollen wir doch alle das Gleiche, oder nicht? Glücklich sein und frei sein. Jeder hat eine andere Definition von, aber trotz alledem lohnt es sich doch Hand in Hand zu gehen. Die Freiheit und die Selbstbestimmung. Und zwar ganz glücklich. Ich bin Marie-Helene, bin 16 Jahre alt und gehe seit 4 Jahren nicht mehr zur Schule. Ich habe eine wunderschöne Familie kennengelernt auf einem Weihnachtsmarkt und deren Kinder sind nicht zur Schule gegangen. Und ich habe tatsächlich von denen gar keine Informationen bekommen. Ich habe von denen nur dieses, ja, unsere Kinder gehen nicht zur Schule, und da war für mich so dieses, oh, das geht, krass, okay. Ich will das auch machen, sofort. Mama, wann gehe ich nicht zur Schule? Und sie war Lehrerin zu der Zeit und ihr war total bewusst, was da für Konsequenzen folgen, und hat dementsprechend auf mein "Informier dich mal, ich will das unbedingt machen" den Ball so runtergehalten, mir gesagt, sie informiert sich, und aber eigentlich versucht es so ausschleichen zu lassen, damit ich, naja, nicht auf so doofe Ideen komme. Und dann habe ich mir Videos angeguckt zu Gerald Hüther, Hirnforschung, wie funktioniert das Lernen, wie lernt der Mensch, wie speichert man das Wissen am besten und wann, und wie funktioniert das mit der intrinsischen Motivation und das ganze Paket. Und naja, und dann sagte ich von einem Sonntag zu meiner Mutter, du, ab morgen gehe ich nicht mehr zur Schule, ich bleib zu Hause. Und da war ich felsenfest von überzeugt, und ab da ging die Misere dann los. Also erstens habe ich für mich gemerkt, dass man aus dem Leben und aus dem Alltag und aus menschlichen Begegnungen super lernen kann, und dass das auch Lernen ist. Es ist nicht nur Lernen, wenn du dich hinsetzt und sagst, ich habe jetzt hier einen Block und ein Buch und einen Stift, und nur das ist Lernen. Nein, man lernt das ganze Leben über, und man lernt in dem, was man tut, und mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, und mit aus interessanten Gesprächen. Und Lernen ist viel größer, als einem das immer gezeigt wird, und deshalb finde ich es schwer, das so zu verallgemeinern. Aber ich denke, um diese Frage zu beantworten, ist das, dass ich momentan meinen Interessen folge. Und in die Richtung, in die ich später gerne mal beruflich gehen möchte, da versuche ich mir die Sachen gerade anzueignen. Ich finde sowas wie Huforthopädie total interessant, auch kommunizieren mit dem Tier. Ich möchte generell mit Tieren arbeiten, Tiere finde ich total toll. Akupunktur, und es ist ja auch, es geht ja noch ganz viel weiter, das kann man ja in viele Richtungen ausweiten oder verschiedene Arten daran zu gehen, und da möchte ich mich einfach mal durchschnüffeln und gucken, was da zu mir passt, und am besten irgendwas kombinieren und so gucken, dass es auf mich und auf die Bedürfnisse, die ich habe, mit einem Tier umzugehen, passt. Mich interessiert Journalismus und Fotografie total. Und da möchte ich auch gerne wieder mehr machen. Ich habe eine Zeit lang für die Bauern geschrieben, also Artikel geschrieben und Fotos gemacht. Und ich weiß nicht, ich liebe es zu backen und backe gerne und am liebsten den ganzen Tag oder immer, wenn ich Zeit habe. Es ist sehr entspannend, und ich möchte irgendwann einen Café haben, einen kleinen Landladen. Und am besten alles sehr familiär, weil mir das sehr gefällt. Ohne meine Mama stünde ich menschlich nicht hier, wo ich gerade bin, weil sie ein unheimlich wichtiger Mensch in meinem Leben ist. Und ich weiß nicht, ob ich ohne sie je so stark geworden wäre. Das ist wahrscheinlich auch, Erziehung ist ein doofes Wort. Ich will nicht an Kindern rumerziehen, insofern ist Erziehung falsch. Aber sie war ein tolles Vorbild für mich, und ist es auch immer noch. Und durch sie habe ich viel, viel gelernt. Und durch sie, durch ihre Offenheit und durch ihr Vertrauen in mich, sind mir auch viele Möglichkeiten geboten. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Ich finde es sehr, sehr schade, dass es so viele Menschen gibt, die unglücklich sind und in einem Hamsterrad gefangen sind, aus dem sie sich nicht trauen auszubrechen, weil sie keinen Mut haben oder weil sie denken, sie können das nicht oder sie schaffen das nicht, und dann ganz viele Horrorszenarien sich ausbauen, warum sie das jetzt nicht können. Das ist doch kein Leben. Und dass die Menschen mal anfangen zu leben und das Leben spüren und
spüren, wie schön es sein kann und sich nicht selber irgendwo gefangen nehmen, weil sie denken, sie müssen. Weil es gibt so viele Möglichkeiten und die müssen mal genutzt werden. Was ich den Kindern und Jugendlichen wünsche, ist, dass wenn sie es verspüren, anders zu sein, beziehungsweise sie selbst zu sein und es anders ist, dass sie dann keine Angst davor haben, sondern mutig sind und es finden sich immer Menschen, die genauso sind. Und warum jetzt nach irgendeiner Nase tanzen, die überhaupt nicht zu den eigenen Bedürfnissen passt, wenn man dann irgendwann, wenn man älter wird, Ewigkeiten braucht, um wieder zu sich selbst zu finden, wieso nicht gleich damit anfangen? Wo man selber bleiben.